Ah, geh raus, Mann. Warum? Geh Rede raus. Doch mal. Kannst du nicht mal wie ein erwachsener Mann mit mir reden, oder was? Ins Abenteuer Frauentausch stürzt sich heute Familie Weitzelbode aus dem niedersächsischen Uetze-Elze. Tauschmutter Jenny, 28, hat ihre kleine Rasselbande voll im Griff. In ihrer Rolle als Hausfrau und Mama geht sie voll auf. In Nürnberg lässt es Familie Pfaller eher locker angehen. Nicole, 23, ist Hausfrau und Mama. In Sachen Sauberkeit und Erziehung ist sie eher der entspannte Typ. Hallo und herzlich willkommen bei mir zu Hause in meiner kleinen chaotischen Welt. Also hier ist unsere Toilette, hier gehen die Katzen auch auf Toilette. Katzenklo, Katzenklo, ja das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo. Mich nervt es auch, dass mein Mann im Stehen pingeln muss und er nicht putzen tut. Hier ist das Bad. Überall liegen Dinge, es ist fürchterlich hier. Warum hält keiner Ordnung? Ist der Mensch denn ein Tier? Also hier ist das Wohnzimmer. Denn das ist Fußball, Fußball. Denn das ist Fußball, Fußball. Hier schlafen wir drauf. Das ist ein Schlafsofa, das kann man ausklappen. Das ist mein Freund, der zockt die meiste Zeit. Schatz, nimm mal den Kleinen bitte. Mein Freund kocht die meiste Zeit, ich habe ja Verbot. Probier mal das Gemüse hier, ich weiß, es schmeckt auch dir. Es gibt schon wieder Spinat. Du weißt, dass ich keinen Spinat mag. Du weißt ja genau, dass es für die Kinder wichtig ist, Gemüse. Aber ich mag keinen Spinat. Es gibt Spinat. Mir ja, die Kinder können ja Spinat essen, aber ich nicht. Ich ja, mag halt was anderes. Dann musst du was anderes machen. Ich finde schon irgendwie was. Mmh. Hm, schon gut. Ja, schön für dich. Ja. Schön. Spätestens jetzt startet das Abenteuer Frauentausch für die Tauschmütter, die nur noch rund 500 Kilometer von ihrem neuen Zuhause trennen. Herzlich willkommen. Hört sich schon mal freundlich an. Okay. Viele Kabel abgeklebt. Auf jeden Fall ist hier eine Katze. Das riecht man sehr stark. Es könnte hier auf jeden Fall geputzt werden. Da müssen wir auf jeden Fall was machen. Auf jeden Fall saumäßig dreckig. Ich bin ein bisschen sprachlos gerade. Was mir das Herz bricht, ist alles hier. Alles. Es gibt keinen Raum, was irgendwie ein bisschen Gemütlichkeit zeigt oder Sauberkeit. Also hier braucht man nicht mal von, es ist normal sauber reden. Es braucht ja keiner perfekt hier alles putzen und einen Putzfilm haben. Davon redet gar keiner. Aber eine normale Standardsauberkeit, sage ich jetzt mal, wird ja wohl drinne sein. Hi, wer bist du denn? Leonie. Hallo, ich bin Jenny. Hi. Ach Gottchen, wer bist du? Leo. Ja. Hallo. Ich bin der Jenny. Jenny. Ich finde die Tauschmutter ganz gut. Von rüberkommen halt jetzt halt auch total in Ordnung. Ja, also ich bin hier heute in eine Wohnung reingekommen. Ich war so ein bisschen leicht erschrocken. Das Badezimmer, ist dir vielleicht schon aufgefallen, dass es da extrem riecht? Nach dem Katzenklo, also extrem. Wer macht denn bei euch sauber? Habt ihr einen Putzplan oder wie Nein, läuft Putzplan das denn haben wir nicht. Wir teilen das spontan immer in der Früh auf. Putz bitte die Toilette. Nee, später, wenn ich gezockt habe. Nee, jetzt. Ich habe für deine Frau wirklich da drüben alles schön gemacht.
Und hier komme ich hier rein und das war so, so traurig, dieser Anblick für mich. Wir sind sehr selten zu Hause und dann Wochenende, Kinder und das ist halt sehr stressig halt. Er hat sämtliche Ausreden gesucht. Ja. Ja, dann lass uns mal Frühstück machen. Geh mal durch. Was isst ihr so am Morgen? Die essen meistens Cornflakes. Die stinkt da. Ach, und das macht sie schon alleine alles, ja. Ich glaube, dass der Danny gar keinen Plan hat. Was ist da? Er kriegt noch Flasche, ne? Oder? Nee, er frühstückt schon. Ja, auch Cornflakes. Willst du ihn nicht ein paar Äpfel noch machen? Oder irgendwas Frisches? Äpfel, die ist er jetzt noch nicht so. Ach, ist. Okay. Auch nicht, wenn du die Schale abmachst? Also gesundes Essen haben sie hier nicht. Hättest du nicht Lust, dass wir aufräumen? Ja, kein Problem. Können wir machen. Auch schön hier im Loch, ne? Siehst du, wie das glänzen kann? Das, was halt die Tauschmutter gesagt hat, kam übertrieben rüber. Sie kennt es vielleicht mit der Sauberkeit viel anders, da wie ich jetzt. Die sind ja vollkommen eingestaubt. Hörst du mir überhaupt zu? Nein. Ich sag's gern nochmal. Die Flaschen da hinten noch abwischen? Ja, die passen doch so. Nein, gib mal die Flaschen her. Einfach mal, das ist gar nicht schlimm. Weißt du, wie viele Katzenhaare da drauf sind? Ich habe mich einfach gefühlt in dem Moment wie ein Sklave, sowas in der Art. Da ist was, hier ist was. Nächste, die machst du. Gefühl. Mach ich doch. Siehst du, jetzt nimmst du schon zwei auf einmal. Weil du keine Zeit hast, ne? Ja, weil du mich das hier langweilt jetzt. Das langweilt dich? Normal. Knall das doch nicht so hin. Geht irgendwas noch kaputt? Ja, dann geht's halt kaputt. Kriegst du ja neues, ja, ganz einfach. Wenn man das so sieht, dass du so mit den Sachen hier umgehst und dass dir das egal ist, wenn es kaputt geht, bevor du so. Ey, weißt du was? Leck mich doch gerade so. Knall mir nicht die Tür an den Kopf. Ah, geh raus, Mann. Warum? Geh Rede raus. Doch mal. Kannst du nicht mal wie ein erwachsener Mann mit mir reden, oder was? Wir sind doch nicht im Kindergarten. Du bist gerade wie mein 5-jähriger Sohn, weißt du das? Nur, dass du dich nicht auf den Boden schmeißt und trampelst. Mach mal die Tür auf. Boah, nerv nicht. In Nürnberg ist Dickkopf Daniel doch tatsächlich wieder aus seinem Versteck gekrochen. Schonfrist gibt's aber trotzdem keine, denn Tauschmama Jenny hat schon den nächsten Anschlag geplant. Steck dir deine Sorgen an den Hut. Na? Und zwar hat ja deine Frau mir erzählt, in der Botschaft, dass du ein Stehpinkler bist. Genau. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich auch freuen würde, wenn wir einfach mal schauen, ob du es nicht doch hinkriegst, wenn du dich dabei hinsetzt. Ich werde mich da nicht hinsetzen, definitiv. Also, nicht. Ich würde dir vorschlagen, dass ich dir da ein bisschen was zeige, okay? Okay. Alles klar. Wenn ihr Männer, wenn ihr Männer pinkelt, ne? Ja. Ich will dir mal zeigen, wie das dann ungefähr spritzt. Mhm. Okay? Ihr steht ihr denn da, dann ich spritzt es ja alles. Hier oben. Okay, dann machen wir das halt hoch, aber trotzdem. Und dann siehst du mal. Das Ding muss rein, das Ding muss rein. Das kann doch wohl so schwer nicht sein. Siehst du? Dann spritzt du aus Versehen daneben. Und dann kommt so der letzte Tropfen. Und der geht dann auf den Fußboden und auf die Brille. Nee, stimmt nicht ganz. Weil ich gehe drüber. Ah.
Ja, dann geht's hinten rüber. Ich fand's einfach lachhaft. Klar geht da mal was daneben, aber für was habe ich da einen Lappen? Test es doch nochmal. Setz dich doch einfach mal so hin. Das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Ich bin meine Ängste. Ich bin doch keine Pussy. Wenn meine Kumpels mich da so sehen würden, die ziehen einen damit halt auf. Papa, sollen wir aufräumen in mein Zimmer? Ja, können wir machen. Aber erst zeig mir, wie wir es machen sollen. Zeigst du das? Ja. Okay, dann machen wir das. Ne? Schön machen. Dann fangt mal an. Fangen wir erst mit dem Bett an? Ja. Ich leg mit dir zusammen. Leonie, macht es dir Spaß, Papa aufzuräumen? Ja. Na siehste, man hat ihm dolle angemerkt, dass er keine Lust hatte. Auch wie er so mit Leonie umgegangen ist, er war eigentlich eher genervt und gestresst und eigentlich war ihm das schon zu viel. Er wollte wahrscheinlich nur nicht abbrechen oder so. Ständer, Ständer. Hast du dich eigentlich schon mal mit ihr ins Zimmer gesetzt und mit ihr zusammengespielt? Nein. Hab ich noch nicht gemacht. Hast du noch nicht gemacht? Nein. Und warum nicht? Ja, weil ich halt auch immer sehr viel unterwegs bin. Wo bist du denn so? Ja, überwiegend halt beim Fußball oder mit Freunden. Hm. Ja. Okay. Aber findest du es nicht wichtig, mit deiner Tochter irgendwie ein bisschen zu spielen? Ja, schon. Aber Fußball ist mir auch sehr wichtig. Finde ich ein bisschen traurig, finde ich schade. Und auch Jenny hat es geschafft. Ade Franken. Und auf Hochdeutsch, tschüss Tauschfamilie. Na? Ja. Ich habe jetzt soweit alles gepackt. Wir begleiten dich noch. Ja. Du auch, Leonie? Ja. Ja. Mir besser, uns frei. So, macht's gut, ja? Jo, ihr auch. Nimm dir das ein bisschen zu Herzen, was ich dir gesagt habe. Das werde ich. Okay. Tschüss. Tschüss, Leo. Tschüss. Ich fand's schon irgendwo auch schwer, weil die Kinder haben sie ziemlich arg ins Herz geschlossen.